Moin Moin! Willkommen zurück beim PlayStation Front Twitch Stream mit Bloodborne und voraussichtlich dem dritten Boss. Ich vermute ein bisschen, er hat Angst vor Feuer. Aber das ist eine vage Vermutung. Der glitzert so. Guck mal hier erst am Rand, nicht, dass da irgendwie noch was anderes ist, was auf mich lauert. Ich habe ja eigentlich gedacht, hier ist vielleicht wieder eine Zwischensequenz oder so, aber ne. Geist ansehen. Zeig mal her. Irgendwie klappt das mit den Geistern ansehen oft nicht. Also die Geister, wie die anderen gestorben sind hier. Oh, Schiss. Bluthungrige Bestie, ich wusste es doch. Visier an, jawohl. Hä? Läuft der rückwärts? Nee. Okay, okay, okay. Erstmal ein bisschen defensiv rangehen. Gucken, was der so kann. Okay. Wo ist er? Oh. Kann ich den mehrfach anvisieren? Nee, der hat nur die eine Trefferzone. Okay. Ganz schön vor. Nein! Oh, das war knapp. Der macht aber böse Schaden, du mein lieber Herr Gesangverein. Eieiei. Ich mach ganz schön wenig Schaden an ihm. Ich probiere mal das Feuerpapier. Okay, das scheint ganz gut zu funktionieren. Ah, nein, no, holy guacamole. Böse, glaube ich, oder so. Oh. Ah, zum Kotzen, wenn man hier das Ziel verliert. Ah, shit, brennt nicht mehr die Waffe. Ich setze nochmal ein. Ach komm ey, du Drecklappen. Ah, wie viel er ausweicht. Kotzen. Ma, Mami. Ah, ich halte mich ganz gut, wa? Ah, der giftet ja auch, beziehungsweise... Doch, das ist ein Gift. Ah, das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Und jetzt, was geht jetzt ab? Vielleicht mal sowas? Ach, nicht getroffen, das gibt's doch nicht. Okay, das war nice. Molotov Cocktails mag er definitiv nicht. Yeah, habt ihr das gesehen? Erster Versuch. What the fuck? Wie geil. Ach, herrlich, ey, super. Oh, okay, wie geil. Mit dem ersten Versuch das Mistschwein fertig gemacht. Das ist doch hervorragend, richtig geil. Sehr schön.
Geil. Und jetzt habe ich so einen Kelch bekommen, die kann ich bei mir in der Traumwelt, glaube ich, abstellen, auch so Altare. Weil hier geht es ja jetzt auch nicht weiter. Deshalb gehen wir direkt mal dahin. Ach, das ist ja hervorragend. Der war jetzt auch nicht so schwer. War ganz gut, dass ich da am Anfang ein bisschen defensiv ran bin und erstmal geguckt habe, was er kann. Und das mit dem Feuer war die richtige Vermutung von mir. Der hat ja ganz gut was gefressen. Das war nicht schlecht. So, ich glaube hier drüben an den provisorischer Altar Kelch der kurzen Ritualwurzel. Welchen Kelch habe ich denn hier hinten? Kelch aus der Kirche, verwende ihn in einem Ritual am Gruftaltar im Traum des Jägers und bricht das Siegel des alten Untergrundlabyrinths, auf das der Kelch das Grab der Götter freilegt, auf das Blut der Jäger nähere. Aha. Verwende den, Kelch verließ einen zu. Verwende den Ritualaltar. Ach so, der ist, glaube ich, hier vorne, ne? Moin Poxy, moin moin. Hier, ne? Ne, das ist der Erinnerungsaltar. Wo ist denn der Ritualaltar? Wachensgrabstein. Moin Goku, moin. Ah. Kelchverlies Suche. Kelchart Standard Gebiet. Uhr. Tiefe. Zeitlicher Ritus. Was? Okay, Kelchritual. Kostet 1000 Blutechos. Kelchritual durchführen, um Kelchverlies zu erstellen. Okay. Kelchverlies zu erstellen. Materialien werden verbraucht. Ja. Moin Eloquent. Moin, moin. Das Verlies ist fertig und der Kelch ruht auf dem Altar. Das Verlies kann nun erkundet werden. Okay. Siegelkammer. Na gut, ich level vorher mal noch, glaube ich. Ah, Moment, 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 Moment. Noch nicht durch mit Bloodborne. Nee. Gibt's hier vielleicht noch was Schönes? Ach, hier, genau, da kann ich ja auch noch hin. Zum Tor des runden Platzes, aber 10.000 ist ein bisschen viel, ne? Nö, hier gibt's auch nichts so richtig Neues. Aber ich glaube, ich habe noch mal. Genau. 1000, ja, ist doch okay. Willkommen daheim. Was für Leveln will ich, danke. Ja, mache ich mal Vitalität, wa? Sehr schön. Provisorischer Altar. Siegelkammer. Gehe ich jetzt da hin oder was? Scheint so, ja. Jetzt hast du es gerafft, Goku. Okay. Sehr schön. Na, da bin ich jetzt gespannt, wo es hingeht. Labyrinth klingt übel. Und Ladezeiten sind nach wie vor, ja, kurz. Pythomeranisches Labyrinth, Ebene 1. Aha. Okay. Ist das jetzt so ein extra Dungeon oder was ist das genau? Ist ja strange. Tür öffnen. Mann, der Abe Lincoln hat Kraft, hä? Ah, Lampe ist immer gut.
Sollst du dir Bloodborne gönnen? Klar, Bloodborne lohnt sich auf jeden Fall. Kannst du ja nicht mit The Witcher vergleichen, so richtig. Da sind Ratten. Oh, die sind jetzt nicht so gefährlich, ne? Kannst ja nicht vergleichen, die Dinger. Also, von daher, also ich kann es dir nur ans Herz legen. Ich find's super. Ja, komm. War lächerlich. Und bis The Witcher dauert es ja noch gut 2 Monate. Da hast du also noch eine Menge Zeit. Krasses Grab. Was sind denn das für riesen Grabsteine? Okay, hier drüben geht's dann hoch und hier durch. Und hier geht's auch noch hoch. Oh, du Arschloch. Ich hab dich gesehen, du Penner. Spinnst wohl hier mit Molotow-Cocktails zu werfen, also. Was sind wir denn hier? Ich stehe direkt hinterher, du Schwein. So ein Arsch. Kein Problem, die Loser. Du wartest auf Metal Gear Solid 5. Uah. Naja, dazu sag ich jetzt mal nix, ne? Ah, gehe ich jetzt erstmal hier hoch, ja. Oh, was ist denn da los? Okay. Alter. Diana Jones ist ein Scheiß dagegen, hä? Oh. Oh. Ah! Fuck. Scheiße. Nein. Mache ich den Boss beim ersten Versuch platt und jetzt werde ich von so Dingern zerhäckselt. Ah, nee, hä? Ist ja peinlich. Was ist denn das da drüben? Übermut, ja, das war blöd. Ach, hier muss ich bestimmt irgendwas freischalten. In einem Gerät gesperrt. Ja. Na gut, ich gehe jetzt auch lieber die Treppe runter. die Leiter meine ich. Erscheinungsdatum für Division? Ich glaube nicht. Nee, nicht, dass ich wüsste. Ja, Metal Gear mag eine gute Serie sein, aber die 5 wird Grütze, sag ich dir. Die wird Quatsch, aber auf mich hört ja keiner. Guck mal bei YouTube, da findet sich immer noch das Video in meinem Channel, wie ich die Blu-ray von der Demo zerbreche. Der Bezahldemo. Weil es mich so genervt hat, das Spiel. Oder weil es einfach so kacke war. Ach ja. Ja, eben, Geschmackssache. Alles Geschmackssache. So. Wo liegt mein Blut? Wer hat es von euch Lümmeln? Ah, hier ist was. Molotow-Cocktail. Sind die jetzt da reingelaufen? Cool, ich bin nicht der einzige Doofe hier. Scheiße.
Scheiße, wie viele Ratten sind denn das hier? Uiuiui. Oh! Was bist denn du? Kam der jetzt her? Ich will eigentlich erstmal meine Erfahrung. Ah, hier, er hat's. What the fuck? Was war das? Kraftfeld oder so? Ui, der lässt sich gar nicht durch meine Schläge von Kämpfen abbringen. Oh! Hui, der zieht ja was ab, ey. Okay. Übermut tut selten gut. Besonders nicht hier, wa? Hm. Ich soll vielleicht wirklich wieder ein bisschen vorsichtiger rangehen. 5000 Erfahrung verbraten. Schön blöd, naja. War das jetzt so gewohnt, dass ich mich hier durchschnetzeln kann und die Gegner zurückzucken durch meine Attacken? Machen sie halt doch nicht alle. Naja, okay. Den kann man hier gar nicht ausweichen, oder? Ist ja bescheuert. So, nochmal zu ihm. Wo ist er denn? Da. Ach du Arsch, Alter! Was macht der für einen Schaden? Ganz schön was aus. Oh, wo kommt denn der jetzt her? Oh. Alter, hier fallen sie überall runter! Holy shit, geh doch mal weg! Oh! Oh! Du Pissbirne! Get away! Ach, wenn jetzt die anderen Spackomaten hier nicht gewesen wären. Ey, Mann! Dieses Dreckschwein, der macht ja Schaden ohne Ende. Das ist ja fies. So eine Pissbirne. Oh. Der Hass wächst. Der Hass wird stärker. Dieses Scheißvieh. Der Wichser hier. Ach ja, da wirft er gleich noch ein zweites. Na klar, ach komm. So ein Cheater. So. In der Hoffnung, dass die runterkommen. Oder sich zerhäckseln lassen. Ja, super. Ach. Warum ist der jetzt nicht so rot gefärbt wie der hier? Was hat es zu bedeuten? Da war doch noch einer. Komm. Okay. Plus 19 Erfahrung, wow. Ist ja episch. Scheiße, ist da noch einer? Nee. Oh, what the fuck? Ach, du Pissvieh. Bist du ein Arschloch? Ja, klar. Oh, wo kommen die denn alle her?
Leichtsinnig! Ah! Na also, na, 400, das war jetzt nicht viel, aber eigentlich wollte ich auch einen Molotow-Cocktail auf ihn werfen, aber ich habe ja keins mehr. Ach, jetzt bin ich ja wieder bei den Ratten, ne? Ja, okay. Na gut. Wenn ich Bloodborne zerreiße, dann schenkst du mir 2000 Euro, okay. Mache ich sofort. Ist ja jetzt nicht so, als wäre das irgendwie besonders selten. Dann hole ich es mir halt nochmal. Ach komm! What the fuck? Wo kommt denn der jetzt wieder her da oben? Wer wirft denn jetzt mit den scheiß Molotow-Cocktails? Kommst denn du her, du Arsch? Ich hab ja kaum noch Heilung. Ach! Verdammt nochmal! Ich dachte, ich hätte ihn. Blödsinn. Heilung? Jawohl. Puh, immerhin. Kane, danke für dein Follow, aber du followst mir doch schon. Oder habe ich was verpasst? Danke dir. Wieder beruhigt. Naja, das kommt drauf an, wie das hier läuft, wa? hier ging es nicht weiter, also muss ich wieder durch das Gehäcksel. Oder ich gehe erstmal. Ich gehe erstmal hier unten zu den Ratten. Schnoggi hat mir ein Angebot gemacht. Ja, es war aber. 2000 Euro, Schnoggi. Wenn ich das Ding zerbreche, mache ich. So einfach bin ich noch nie an so viel Geld gekommen. Was machen die Ratten denn hier? Glänzende Münze. Also wenn ich die einzeln so kriegen kann, dann ist das ja alles gut. Oh, die Pissvieh. Nein. Fuck off. Oh, okay. Hier liegt ja richtig viel Quecksilber. Die Nightmare Edition. Sehr schön. Sehr, sehr gute Entscheidung, würde ich behaupten. Blutfiole, super. Molotow, noch besser. Grabschimmel, was ist das denn? Gar nichts hier. Material für ein Ritual des heiligen Kelches. Aha, okay. Interessant. So, hier scheint ja nichts weiter zu sein, also muss ich mal wieder hoch. Und hoffentlich diesmal auch an den Dingern vorbei und mich nicht zerhäckseln lassen. Ja, da ist einer reingerannt. Trottel. Das hier sieht auch, als wäre es Benzin oder so, hä? Arsch! Dreckschwein. Oh, wo kommt denn ihr alle her, ihr Pisser? Okay, was bist du für einer? Oh! Wo kommen die denn alle her hier?
Spawnen die irgendwo hier oder was ist das? Lässt er die spawnen? Ach, Tatsache, hä? Ach, scheiße. Okay, der scheint zu hängen, hä? Ach, komm, ey. Was geht denn ab hier? Da oben ballert auch noch einer. Sind die alle tot? Ich glaube, hä? Wer ist wieder vergiftet? Was geht denn ab? Oh, was zur... Hä? Ach, da hinten. Oh, wie oft... Vergiften die einen denn hier? Das ist ja zum Kotzen. Ich habe keine Heilung mehr jetzt. Ja, toll. Bist jetzt stolz auf dich, du Pisser. Und jetzt? Jetzt werde ich einen langsamen, grauenvollen Tod sterben. Scheiße! Oh weh. Oh weh, oh weh, oh weh. Ich kann mich nicht mehr heilen. Doch, doch, doch. Ich hab noch das. Und... Okay. Und das war's mit der Heilung. Nein! Ah, du Mistvieh. Ach, Jackson! Ficken! Mann! Alter Schwede, das ist ja zum Kotzen hier mit der ganzen Vergiftung und dem ganzen Gedönse. Ja, toll. Und ich bin ohne Heilung. Das ist großartig. Gut, zumindest muss ich jetzt nicht unten zu dem Zombie-Typen hin. Zu diesem Monsterspacken. Ah, die lassen halt auch nichts fallen hier. Das war schon das Ende von der Ebene, glaube ich, dann. Ach, Kacke, jetzt habe ich den Molotow-Typ vergessen. Lassen aber auch nichts fallen hier. Scheiß, ey. Du willst die Laterne von dem Dicken und Hundig noch was? Sonst noch ein Wunsch? Oh Mann, Nurun. Oh nee! Ach komm! Okay, ich. Ist ja ein Witz, hä? Oh, das ist ja ein Witz. Das Arschloch da vorne schießt mich natürlich zurück direkt in die Dinger rein. Ja, damit hätte ich ja rechnen müssen. Toll, was mache ich denn jetzt? Ich habe keine Heilung. Gut, aber im Grunde verliere ich hier jetzt nicht so viel. Hier unten die Typen brauche ich auch nicht killen, weil die lassen eh nichts fallen. Darkwing, danke für dein Follow, danke dir. Tja. Ach du Arschloch. Das heißt, im Grunde bleibt mir doch nichts anderes übrig. Ach komm. Ja, das ist eigentlich sinnfrei, was ich jetzt hier mache. Sei denn, ich grinde bei denen ein bisschen hier. Ach, der hat mich ja schon wieder vergiftet. Ja, komm, dann bin ich gleich tot. Okay.
Das ist ja wieder für den Arsch, ja. Verdammt, und mein Greenscreen fällt auch in sich zusammen. Toll. Toll, toll. Nö, das hat hier jetzt gerade keinen Sinn so. Ich gehe mal zurück und gehe ein bisschen grinden, damit ich mir wieder Heilung holen kann. Das ist ja sinnlos so. Müsste irgendwie meine Giftresistenz erhöhen, aber Items gibt's da ja auch nicht. Ja, ich gehe hier ein bisschen hin und renne da mal ein wenig rum, um wieder Erfahrung zu kriegen, damit ich wenigstens Heilung kriegen kann. Ich bin mir aber jetzt auch nicht so sicher, ob das das nächste Gebiet ist. Oder ob das nur so eine Art Zusatzdungeon ist. Denn das war da oben der letzte Raum, wo der Dicke mit der Laterne war. Und dann hätte ich einen Schalter umlegen können und dann nehme ich an, kann ich irgendwie in die nächste Ebene? Ich weiß es nicht so richtig. Aber durch das ganze Gift ist das natürlich voll scheiße hier. Und wenn die nichts fallen lassen, nützt mir das ja auch alles nichts. Moin Kosa, moin moin. Ach, der rennt jetzt nicht mehr hier. Dann war das wirklich so eine Art Käfer aus Dark Souls. Okay. Ja, hier komme ich ja ganz gut zu Rande gegen die, auch ohne viel Heilung. Sind jetzt nicht so die Herausforderung. Moin Schuo, moinsen. Na komm. Komm. So, und der droppt, glaube ich, sicher was. Ja, aber keine Heilung. Aber der hier müsste was droppen. Nee. Jetzt natürlich nicht, wo ich es brauche. Arschloch. So, hier war doch noch so ein Vergifter. Oder auch nicht. Auf jeden Fall nochmal ein Hundi. Scherbe. Ey, aber wie schnell ich hier Erfahrung krieg, ne? 2000 schon, von so ein paar Gegnern. Kann ich mir hier wenigstens schnell und viele Blutfiliolen zusammensuchen. So. Oh shit. Oh shit. Ist doch irgendwie doof, wa? Ah, du Pisser. Kleine Dreckskröte, jawohl. Komm her. Ach, komm, ey. Köter. Da hinten war das käferartige Ding. Hier müsste ich da jetzt schon wieder im
der Kathedrale gleich sein. Ja, doch, ich gehe dahin. Ich glaube, hier waren noch Raben, ja. Nein! Überflüssig. Ach komm! Man weiß auch nie, was hier noch lebt bei den Scheißern! Wie sieht doch mal den Affen an hier? Nein! Oh, wie dumm! Oh Gott! Oh, wie blöd. Ach, wie scheiße war das denn? Ah, je. Ah, ich glaube, meinen Höhepunkt habe ich jetzt schon wieder überschritten hier. Denn er hat den einen Boss mit einem Versuch geplättet. Und jetzt geht's wieder bergab. Mann, Mann, Mann. Ach ja. Na ja. Waren ja nur 4000 Erfahrungen, was soll's. Ah. Ups. Hier noch was? Ah. Gib doch mal Heilung her, du Mistvieh. Manu. Keiner lässt Heilung da, ihr Geizkragen. Blutsteinscherbe, ja, nett, aber brauche ich nicht. Zumindest nicht jetzt. Komm, gib Blutfiolen her. Jawohl. Schön. Das wollte ich doch schon viel eher. Wieso driften der mich jetzt? Ach, wie dumm. Oh. Oh, ich sage mal nichts zu. Ach ja. Ey, die Ladezeiten. Es wird von Mal zu Mal länger, habe ich das Gefühl. Naja, jetzt habe ich ja zwei Heilungen. Was soll's.
Nichts? Ja, war ja klar. Ach komm. Pisser. So ein Arschkeks. Ey, du kannst so viel schreien, wie du willst. Solange du mir Blutfusionen gibst, ist es okay. Macht doch natürlich nicht der Sack. Ich bin hier, komm her. Okay. So. Jetzt aber mal hier ein bisschen ernst, wa? War ja alles nur Geplänkel. So, sehr gut. Jetzt kommen hier die Kleinen. Shit, hier ist ja noch ein Hund. Oh, wo kommt denn der plötzlich her? Komm. Nein, du Arschloch! Dummer Nazi-Hund! Oh. Du Drecksau! So ein Arschloch! Mann, soll ich jetzt weitergehen oder nicht? Alter, Kosa, bitte kein Backseat-Gaming. Das nervt. Bitte keine Klugscheißer-Tipps. Mit sowas machst du mich echt wütend. Sorry, aber das mag ich überhaupt nicht. Das nervt. Sorry. Ich meine, es ist nicht böse, aber das hilft mir nicht. Ach komm, du Affe. Doch. Ein Kiesel, ja, awesome. Bestes Item ever. Scheiß hier. Stichangriffe. Dann halt nicht sterben, ja. Ihr Klugscheißer. Okay, hier drin ist der Altar, das spare ich mir. Da sind mir jetzt zu viele Gegner. Ich gehe jetzt zurück und kaufe mir tonnenweise Heilung und dann probiere ich es nochmal in dem blöden Labyrinth. Ich könnte ja auch alternativ sparen bis auf die 10.000, dass ich an der Kathedrale da das Tor aufmachen kann. Aber ich will nochmal in das Labyrinth rein. Muss doch machbar sein. Kann ja nicht so schwer sein. Die Gegner töten ohne Quatsch. Ich dachte, ich soll Freundschaft schließen mit denen hier. Die wollen doch bestimmt alle nur kuscheln. Das sind doch alles sehr friedliebende Wesen.
Koop-Koser. Ja, echt Koser. Mach mal los hier, komm. Hol dir mal noch eine PS4 schnell und das Spiel und dann mach Mitte hier. Was ist denn das Problem? Dann kannst du gerne klug scheißen, wenn du mitzockst. Koop-Koser. Das ist nicht schlecht. So. Nee, natürlich will ich hier rein. Verprügelst du sein Wiedersehen. Na gut, aber für das Geld müsste ich mir ganz gut was holen können. An Heilung. Erwachensgrabstein. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, das sind mehr so die Hauptbereiche. Also die drei. Und nicht die hier. Ich weiß nicht, ob das halt nicht so Zusatz-Dungeons sind. Siegelkammer, erste, ja. Tiefe 1, Privatsphäre, Kelchsymbol, Verlies teilen. Ich glaube, das ist wirklich so eine Art Zusatz-Dungeon, oder? Ich weiß es nicht so richtig. Na gut. 18, ja, alles her damit. Okay. Gegengift. Hab ich vielleicht noch irgendwas, was mir hier helfen könnte? Die kurzzeitig Bestientum verleiht. Ja, mal sehen. Muss ich ja mal testen. Quecksilberkugeln verstärkt. Das muss ich auch mal testen. Ich probiere das jetzt einfach alles mal aus. Ich habe so viel Zeug. Irgendwas muss mir das doch nützen. Hat's viel geregelt. Okay, ja dann. Dann bist du ja wirklich mehr als gut ausgerüstet. Ach ja. Mann, 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 der Koser. Willst du wirklich bis Dienstag auf Dark Souls 2, auf den alten Schinken warten, den du schon 200 Mal gespielt hast? Anstatt hier was Neues zu zocken? Mann, 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 ey. Das ist ja ungefähr so, wie wenn du über Jahre dieselbe Freundin hast. Mann, das wird auch langweilig, oder? Also komm, wachst du jeden Morgen auf, dieselbe Olle nebendran. Ach, ist ja furchtbar. Da wirst du ja depressiv. Ups. Na gut. Das war jetzt nicht geplant, aber was soll's. Habe ich halt ein paar mehr Quecksilberkugeln. Ist Schwein. Sag mal, was schreist du denn da so rum? Ach, der Kosa ist so ein ganz konservativer, ich sehe schon. Bloß nichts Neues, ja. Ach du Affe, na klar! Schubst mich noch runter, du Drecksau. So ein Schwein. Ich will Schläge. Ach ja. Kann ich den jetzt schon anvisieren, den Penner? Ach, Moment, ich hab doch. Wie ging das nochmal? Mit dem Fernglas konnte ich doch da hinzielen und dann ballern. Na. Ja, trifft ja hervorragend. What the fuck? Are you fucking kidding me? Das für eine Kacke hier. Oh, nochmal.
Ist doch nicht euer Ernst, hä? Gehen die beide daneben oder was ist das? Beide Kugeln. Oh, wie scheiße sich das auch zielen lässt. Ja, gut, okay, dann lutsch mir mal die Füße, wa? Super. Arschloch, nein! Und jetzt ist der Penner hier auch noch im Weg. Ach komm. So ein Drecksdungeon. So, jetzt probiere ich mal so aus. Bevor der macht hier, bevor der 50 Gegner respawnen lässt. Scheiße. Ach komm! Ah. Seid ihr zum Kotzen? Oh Gott, ist das ätzend! Oh. Nein! Oh. Pause. Mann!